Herzlich willkommen in der neuen Raumbühne Antipolis. Wir sind schon mitten in einer neuen Besonderheit von unserer Raumbühne. Wir haben nämlich in der Raumbühne lauter private Räume eingerichtet, in die auch die Zuschauer mit rein können, wo gesungen wird, wo aber auch geplant und konspirativ gesessen und getrunken werden kann. Und das ist das Neue und Besondere an unserer Raumbühne, dass die Zuschauer über verschiedenste Eingänge im Theater ein komplett neues Raumerlebnis haben werden, indem wir hier ein riesiges dreistöckiges Gerüst aufgebaut haben, wo wir 60 Tonnen Stahl verbaut haben, 1000 Quadratmeter Teppich auf 100 Laufmeter bis zu 250 Zuschauer in diese Situation mit reinbringen können. Und ganz unterschiedliche Produktionen, wie die Eröffnung mit Carmen, dann aus dem Tanz Nussknacker. Wir werden hier später in der Saison auch Don Giovanni spielen. Und so ein ganz breites eigenes Repertoire für ein Jahr machen in diesem Raum, wo immer wieder unterschiedliche Perspektiven zu erleben sein werden und auch ganz unterschiedliche Einblicke in das Theater an sich. Wir haben den Zuschauerraum weiterhin mit 750 Plätzen besetzt und auch da gibt es noch eine ganz tolle Neuerung. Wir haben nämlich die ersten drei Balkone überbaut und auf diesen drei Balkonen sind jetzt zwei neue nivellierte Flächen, die komplett mit Wänden ausgestattet sind, wo auch gespielt werden kann. Das heißt, auch da werden szenische Aktionen stattfinden, die den Zuschauerraum noch viel mehr in dieses immersive Erlebnis mit reinholen, sodass wir eigentlich so ein 360-Grad-Theatererlebnis schaffen, was bis über die Grenze des Portals hinausgeht und da tatsächlich die Zuschauer noch viel mehr mit reinholt, auch in ein Raum-Klang-Bilderlebnis, was aus unserer Perspektive wahnsinnig spannend sein kann und nochmal ein ganz anderes Theatererlebnis schafft mit der neuen Raumbühne Antipolis. Eine Besonderheit, glaube ich, ist auch tatsächlich dieses Mal beim Staatstheater, das von vielen Seiten jetzt schon herangetragen wurde. Das ist tatsächlich das größte und aufwendigste Bühnenbild, was jemals am Staatstheater produziert wurde. Wir haben ja liebevoll ausgestattet, von einem privaten Teppich bis zu einer eigenen Tapete. Wir haben Beleuchtungen hier angebracht. Also bleiben Sie gespannt.